guckst du in den Himmel rein? Ja, hallo, ich bin der Vari und ich bin nach einigen Wochen, wenn nicht sogar schon Monate, wieder in Görlitz im Mariental. Ich habe hier eine Kamera aufgehangen und ich sehe, sie ist noch da. Cool. Da waren ja ganz komische Codespuren, Losungen, wo ich mir nicht sicher war, was das genau gewesen ist. Aber vielleicht haben wir ja Glück und sehen ein paar geile Aufnahmen. Oh nein, ein Busch direkt vor der Kamera, oder? Hier steht überall Gundermann. Na toll. Direkt vor der Kamera. Ich hab aber auch ein Glück, ey. Gucken wir erst mal nach, was da drauf ist. So, Kamera habe ich abgebaut. Das ist die Eisiger IG220. Da werde ich jetzt nicht voreilig den Schalter betätigen, weil die hat nämlich nur einen zweistufigen Schalter. Ich werde die Kamera jetzt mitnehmen in mein Zimmer. Das Kameraauge abdecken und den Bewegungsmelder und dann eine Minute warten und dann erst einschalten, weil dann weiß ich, dass sie nicht mehr aufnimmt. Wenn ich die jetzt zu schnell ausmache oder so und die Speicherkarte ist hin, habe ich auch nicht viel gewonnen. Meine Brille ist total schief. Ab ins Zimmer. Es fängt nämlich an zu regnen. Ist eine geile Gegend hier. Wer weiß, vielleicht lasse ich die hier nochmal hängen. Ich bin schon wieder zurück aus Görlitz und ich muss sagen, ich bin richtig verärgert. Ich habe diese Eisiger IG220 kurz vor meinem Ausflug nach Mariental gekauft bei Amazon für, da war es im Angebot, für knapp 55 Euro und hatte die nicht einmal getestet, sondern bin ins Mariental gefahren, habe die angehangen, Karte rein, formatiert, eingerichtet und dann fast 3 Monate hängen lassen. Ich habe die vorgestern abgeholt und es ist nicht eine einzige Aufnahme auf der Speicherkarte drauf. Nicht mal ich selber bin drauf, als ich sie eingeschaltet habe und vor der Kamera noch was gemacht habe. Keine einzige Aufnahme. Ich habe die Speicherkarte überprüft, ist eine Lexa. Ich habe eine Datenrettung gemacht, weil ich dachte, vielleicht in dem Moment, wo ich sie ausgeschaltet habe, ist irgendwas passiert. Nur Aufnahmen vorhanden von früher, von anderen Wildkameras. Jetzt habe ich die hier ein paar Mal getestet und ausprobiert mit verschiedenen Speicherkarten. Nichts, die macht keine einzige Aufnahme. Ich habe mich so geärgert. Und jetzt ist mir noch was aufgefallen. Die original mitgelieferte Speicherkarte, das ist die hier. Mit der macht die tatsächlich Aufnahmen, aber nur mit dieser. Jetzt ist mir noch was anderes aufgefallen. Ich habe die ja nicht nur einmal. Ich habe die ja nochmal. Also ich habe die ja insgesamt 4 Mal oder so. Die hier allerdings, der ist es egal, welche Speicherkarte ich reinpacke. Die Kamera hier arbeitet mit allen Speicherkarten. Und jetzt ist mir nämlich auch ein Unterschied aufgefallen zwischen dieser Eisiger IG220 und dieser Eisiger IG220. Den Unterschied, den zeige ich euch jetzt. Dazu stelle ich die Kamera mal ein bisschen um. Sowas macht sich natürlich mit Tageslicht viel besser als mit Raumlicht. Ich schalte mal jetzt beide Kameras gleichzeitig ein. Die rechte ist die, mit der ich ein Problem habe. Und die linke ist die, mit der ich kein Problem habe. Passworteingabe. Man sieht anhand des Bildes schon, dass hier ein Unterschied ist. Die Schriftgröße hier ist viel besser zu lesen als diese hier. So. Die Kamera hier, die geht schon nach sehr kurzer Zeit wieder aus. Das ist schon mal der eine Unterschied. Du sollst noch nicht machen. Das Menü. Und jetzt zeige ich euch den entscheidenden Unterschied. Das ist die Version V2112D. Kann man das lesen? Und das ist die Version V2103D. Die Kamera, die ich zu einem Sonderangebot gekauft habe bei Amazon, ist eine ältere Variante. Und die Kamera, die ich von Eisiger gestellt bekommen habe, ist eine neuere Variante. Die neuere Variante funktioniert tadellos. Mit jeder Speicherkarte
hat eine tolle Auflösung und die ältere Variante hat ein Problem. Ich habe mit Amazon schon geschattet auf Garantiefall. Die Kamera geht zurück zu Amazon. Die ersetzen sie mir auch nicht. Da schicken sie mir das Geld zurück. Das ist natürlich ärgerlich. Da ich euch jetzt keine Aufnahmen aus dem Marienthal zeigen kann von der Eisiger IG220, hänge ich hinten ran noch ein paar ältere Aufnahmen von der anderen Eisiger IG220. Die bringe ich heute noch in den Wald, in ein neues Gebiet. Das seht ihr, wenn ihr abonniert habt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Ciao. Euer Vari. Ich habe ein paar Versprecher drin, oder? Muss ich wieder zur DHL-Packstation fahren. Vielleicht ist der Zweiger erst hier vor kurzem ausgewachsen, hat blöber. Erstmal schon Kaffee. Ich stehe da drauf. Im Marienthal. Nee, von vorne. Mit der kann ich. Mit der hier? Okay. Ich. Da ich die. Okay. Nee, anders. Die kommt dann auch und das, die kommt jetzt in ein anderes Gebiet.